Zusammenhangskomponenten hatte ich eben schon mal ganz kurz erwähnt. Wir hatten das letzte Mal auch gemacht. Und zwar, ich rufe noch mal einmal diese Folie auf. Was ist das? Zwei Knoten in einem Graphen heißen verbindbar. Wenn es einen Kantenzug von V nach W gibt, wenn ich also irgendwie eine Folge von Kanten gibt, sodass ich den Knoten W von Knoten V aus erreichen kann. So, und wenn wir je zwei Knoten von G verbindbar haben, so heißt das Ding, oder so heißt der Graph zusammenhängend. Das, wenn ich das jetzt so grafisch betrachte, das könnten zwei Graphen sein. Ja, einmal dieser Teil, einmal dieser Teil. Das könnten aber auch zwei Zusammenhangskomponenten, so nennt man die dann, in einem Graphen sein. Ja, und zwar ist das die eine Zusammenhangskomponente. Ja, das sind alle Knoten, die ich voneinander erreichen kann. Ja, ich kann von D zu jedem Knoten gehen und umgekehrt. Von jedem anderen Knoten kann ich auch zu jedem anderen. In diesem Teil. Ja, das ist die erste Zusammenhangskomponente. Und die zweite Zusammenhangskomponente, da gilt das genauso. Ja, jeweils ein Knotenpaar von diesen dreien ist verbindbar. So, und daran ist man interessiert, dass man Zusammenhangskomponenten identifiziert, wenn ich so einen Graphen habe. Das heißt ja nicht immer, also das kann ja durchaus auftreten, dass ich einen Graph habe, der halt wo nicht alle Knoten verbindbar sind. Und das wollen wir auch systematisch identifizieren. Das haben wir jetzt eben teilweise gemacht, oder da können wir es zumindest machen, in dem Falle der ungerichteten Graphen. Aber wie sieht das aus im Falle der gerichteten Graphen? Ja, also was wir machen wollen, es kommt ein gerichteter oder ungerichteter Graph als Eingabe und wir möchten gerne prüfen, ob ein Graph zusammenhängend ist, beziehungsweise wir möchten auch alle Zusammenhangskomponenten finden. Ja, Ansatz, dass wir irgendwie alle Knoten bzw. Kanten durchlaufen, um dann festzustellen, zu welcher Zusammenhangskomponente sie gehören. Und zwar im ungerichteten Fall, wie machen wir es da? Ja, da können wir einfach beispielsweise anwenden die Tiefen- oder Breitensuche. Breitensuche mal als BFS abgekürzt, Tiefensuche als DFS. Das würden wir jetzt geringfügig ergänzen, beispielsweise wie folgt. Wir würden jetzt an jedem Knoten eine zusätzliche Information speichern, beispielsweise genannt Component Number, wo wir initial ZB 0 eintragen. Dann würden wir genauso wie wir das bei der Tiefensuche, da hatten wir so einen globalen Zähler, auch das würden wir hier machen. Die bekommt initial den Wert 1. Ja, das ist sozusagen der Zähler für die Zusammenhangskomponenten. Dann starten wir bei irgendeinem beliebigen Knoten.
Ja, und dann setzen wir alle Knoten, die wir von diesem Knoten V1 aus erreichen können, alle von V1 aus die setzen halt ihr Feld für die Komponenten-Number auf den aktuellen Wert von Component. Ja. Und wenn es dann noch Knoten gibt, die wir noch nicht entdeckt haben, so erhöhen wir, so wird Component erhöht. Und die Suche beginnt erneut. Bei einem Knoten W mit W gleich 0. Ja, das heißt, ersetzen wir sozusagen einen neuen Durchlauf an der Breitensuche oder Tiefensuche. Ja, und auch da entdecken wir dann wieder Knoten. Das machen wir so lange, bis wir halt keinen Knoten mehr finden, für den hier gilt, dass Component Number gleich 0 ist. Laufzeit, die wir damit haben, bei der Verwendung von Adjazenzlisten kriegen wir das damit auch dann hin in O von V plus E. So, wie sieht das aus in gerichteten Graphen? Da reden wir davon, vom sogenannten starken Zusammenhang. Wenn je zwei Knoten über einen zulässigen Weg verbunden sind, zulässiger Weg heißt hierbei, wir beachten entsprechend auch die Ausrichtung der Kanten. Wir reden von einem schwachen Zusammenhang, wenn je zwei Punkte über einen zulässigen oder auch nicht zulässigen Weg verbunden sind. Also es kann auch sein, dass wir sozusagen eine Kante haben, die geht aber nicht in die richtige Richtung. Wenn ich das als Eingabe habe, dann wäre, wenn ich mir jetzt einfach mal hier hinmale, ich male den mal hier, trage ich ein, ohne jetzt die Kantenausrichtung, ja, dann wäre der Teil, wenn wir jetzt nur mal den Teil hier angucken, der wäre für sich sozusagen, wenn ich mir jetzt nur die Kanten, aber nicht deren Ausrichtung betrachte, wäre zusammenhängend. Wenn ich aber jetzt die Kantenausrichtung mit berücksichtige, dann kann ich ja, muss ich gerade mal gucken, dann kann ich von dem Knoten 4 aus beispielsweise, ja, erreiche ich den Knoten 5 nicht. Ich erreiche von der 4 aus die 3, die 1, die 2, ja, dann bin ich wieder bei der 4. Also ich erreiche sozusagen alle Knoten hier oben. Von der 5 aus, ja, wen erreiche ich denn da? Ich erreiche wohl den, den auch, den auch, den auch, aber ich komme nicht wieder zu der 5 zurück.
Ja, wenn ich von der 5 aus aber jetzt hier unten hingehe, ja, die 5 komme ich zur 6, ich komme zur 7, ja, und von der 7 komme ich auch zu der 5 und ich komme von der 7 auch zur 6, indem ich nämlich über die 5 gehe. Das heißt, das ganze Ding ist schwach zusammenhängend. Und ich male das mal hier rein. Wir haben zwei Zusammenhangskomponenten unter dem Begriff des starken Zusammenhangs. Ja, und hier sozusagen bei dem zweiten Teil, auch das, wenn ich das wieder als einen ganzen Graph betrachte, ja, ist das auch eine zweite, ich male die auch mal wieder hier rein, die ungerichteten Kanten für diesen zweiten Teil. Das Ganze ist auch wieder schwach zusammenhängend. Ja, und Begriff des starken Zusammenhangs, von der 9 komme ich zur 8, zur 10, ich komme zur 11, ich komme von der 11 auch wieder zurück. Also wir hätten hier sozusagen eine Komponente. Von der 13 komme ich nirgendwo hin, von der 12 komme ich zur 11, aber ich komme von der 11 nicht zur 12. Das heißt, wir hätten hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 starke Zusammenhangskomponenten und zwei Zusammenhangskomponenten unter dem Begriff des schwachen Zusammenhangs. So, das kann ich jetzt uns jetzt überlegen, wie wir das algorithmisch hinkriegen. Das kriegen wir relativ einfach hin. Indem wir nicht das Folgende tun, führe ich habe jetzt eben die Tiefensuche und die Breitensuche immer nur für ungerichtete Graphen gemacht. Das kann ich natürlich genauso für gerichtete Graphen machen und dann natürlich immer nur die Kanten verwenden, entsprechend halt ihrer Ausrichtung. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt, den starken Zusammenhang. Wir führen für jeden Knoten einen BFS-Durchlauf aus und prüfe, welche Knoten bei jedem Durchlauf besucht werden. Dann haben wir die folgende Laufzeit. Das ist aber nicht richtig schlau. Das geht auch besser. Das kriegen wir wie folgt hin. Das will ich aber eigentlich gar nicht mehr. Und zwar wie folgt. Der folgende Algorithmus für die sogenannten Strongly Connected Components. Wir rufen, machen eine Tiefensuche und berechnen diese Zeit finalized für jeden der Knoten. Dann machen wir das Gleiche nochmal, indem wir sozusagen das mit dem Graph machen, indem wir alle Kanten umgedreht haben. Ja, das ist der sogenannte transponierte Graph. Einfach hier mit dem G oben T gekennzeichnet. Ja, das ist der Graph, der hat die gleichen Knoten und alle Kanten sind in ihrer Ausrichtung umgedreht. Ja, auch für den machen wir wieder eine Tiefensuche, wobei die Knoten absteigend
bezüglich diesem Finalize-Wert, den wir vorher berechnet haben, sortiert sind. Und dann ergibt sich die Knoten eines jeden DFS-Baumes. Also hier können sich ja mehrere ergeben. Ja, und es ergibt sich ja immer so ein Suchbaum, das hatten wir ja eben gesehen. Ja, und die Knoten eines jeden Baumes, das bilden, sind gerade diese starken Zusammenhangskomponenten. Das ist einmal mein Graph. Das ist der Graph G. Hier unten habe ich den Graph G von T schon eingezeichnet. Also jede Kante, die ich hier in dem ursprünglichen Graph habe, da habe ich hier die Ausrichtung umgedreht. Und wenn ich jetzt hier oben eine Tiefensuche mache, ich trage da mal ein, ich fange mal beim Knoten A an. Das ist sozusagen der erste, den ich besuche. Dann besuche ich als nächstes das B. Vielleicht markiere ich die auch mal. Ich kriege das hinterher nicht wieder weg. Die 2, dann komme ich von dem B aus beispielsweise zur 3, zum C. Das bekommt die 3. A hatten wir schon, dann gehe ich zum D, das wird die 4. Von dem D komme ich zum G, das ist die 5. Vom G komme ich zum H, das ist dann die 6. So, von H gibt es dann nichts mehr, das heißt, H wird vollständig bearbeitet, das ist die 7. Ich komme zurück zum G, das ist die 8. Dann wird der vollständig bearbeitet, 9, 10, 11, 12. So, jetzt würde ich noch einen Durchlauf machen, und zwar starte ich bei dem Knoten. Ja, also die beiden habe ich ja bislang noch nicht entdeckt. Ja? Zu denen führten ja keine Kanten hin. Das heißt, als nächstes würde ich jetzt das E entdecken, bekommt die 13. Von dem E aus entdecke ich das F, das wird die 14. 14 bearbeite ich vollständig, das ist die 15 und das ist die 16. So, und jetzt war der Algorithmus. Aufruf von DFS GT, wobei die Knoten absteigend bezüglich F und U sortiert sind. Das heißt, wir machen jetzt in diesem Graphen hier unten, machen wir auch wieder eine Tiefensuche, aber wir fangen jetzt nicht wieder bei A an, sondern wir fangen jetzt hier mit dem Knoten E an. Ja, das ist sozusagen absteigend sortiert. Das war der Knoten, den wir als allerletztes identifiziert hatten. Das heißt, mit dem Knoten fangen wir an. Von dem E aus können wir die 2 entdecken. Von dem F aus entdecken wir wieder nur das E, das heißt, der wird bearbeitet und dann kommen wir da mit der 4 hin. So, als nächstes, jetzt haben wir den Teil sozusagen bearbeitet. Ja, der nächste mit dem dann größten F-Wert ist der Knoten A mit dem Wert 12. Das heißt, mit dem machen wir jetzt weiter. Von A aus kommen wir zu C. Was ist die Kante hier? Von C aus kommen wir zu B. Das wäre dann die 7. Von B aus finden wir dann keine neuen Knoten. Das ist dann die 8. Dann gehen wir zurück zum C, das ist die 9 und der wird fertig. Noch nicht entdeckt haben wir jetzt D, G und H. Ja, von denen hat das D den größten Wert, das heißt, mit dem machen wir weiter. Ja, hier kommt dann die 11 rein. Von D aus kommen wir zum G, das wäre dann die 12. Von G aus kommen wir nirgendwo mehr hin, das ist dann die 13. Hier kommt die 14 rein und entsprechend 15 für den verbleibenden Knoten. Das heißt, die starken Zusammenhangskomponenten, da sagt jetzt dieser Algorithmus aus, sind die folgenden. Die malen wir jetzt auch mal hier rein. Wir haben einmal... Habe ich eben grün gemalt. Ne? Das sind diese beiden. Diese beiden. Hier muss ich es eintragen. Dann haben wir A, B, C. Ja. Diese.
Das passt auch, wenn ich da drauf gucke. Ja, ich kann die jeweils voneinander erreichen. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch diese beiden. Ja, D und G. 11, 12, 13, 14. Ja, hier 11, 12, 13, 14. Das sind diese beiden. Und als letztes haben wir den Knoten H. Auch das ist eine Zusammenhangskomponente, eine starke Zusammenhangskomponente in diesem ursprünglichen Graphen G. Der Beweis ist relativ technisch und aufwendig, den möchte ich jetzt hier nicht machen. Finden Sie aber beispielsweise in dem Buch von dem Corman, C-L-R-S. Ja.